Das Auto, unser beliebtestes Fortbewegungsmittel. Doch was, wenn die Mauer näher war als gedacht oder das Hagelgewitter doch schneller da war? Schäden am Auto sind ärgerlich und kosten Nerven. Gut, dass es Spezialisten für die Wiederherstellung von ungeliebten Beschädigungen am Auto gibt. Spezialisten wie Robert Brotzke und sein Team an zwei Standorten, Delex in Koblach und Lack Plus in Götzis. Spezialisiert haben wir uns eigentlich auf alles, was irgendwie mit Karosserie, Lack, Kunststoff und Blech zum Tun hat, also alles rund ums Auto. Ich glaube, das ist Auszeichnung für uns und Wertschätzung vom Kunde uns gegenüber, dass so die Stammkunde also immer wieder kommt, wenn sie was haben. Mit seinem inzwischen 13-köpfigen Team von topmotivierten Facharbeitern nimmt er jede Herausforderung an, um dem Kunden ein makelloses Auto übergeben zu können. Ja, ich bin eigentlich schon als kleines Kind da ein- und ausgelaufen. Und Autos haben mir eigentlich seitdem immer gut gefallen und habe auch immer mithelfen dürfen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, von der Beste zu lernen. Die Ausbildung bei der Firma Delex ist voll super. Ich habe 10 Jahre im Lichterstock gearbeitet und der Robert ist ein super Arbeitgeber, ein tolles Team und mir gefällt es dir total gut. Seit über 20 Jahren ist Robert Brotzke selbstständig, anfänglich noch ohne eigene Werkstätte. Nach meinem Werdegang mit der Lehre, Gesellenprüfung, Masterprüfung, haben wir gedacht, okay, was gibt es da noch zu machen, was würde mich noch interessieren, wo geht es noch rein? Und dann ist das Tellerdrucker, auf das bin ich gekommen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin mit meinem Roter Kombi-Büssle bin ich durch Vorarlberg, bin durch Lichterstock gefahren und habe mir dort meine Dienstleistung angeboten. Und jetzt bin ich im Betrieb mit 13 Mitarbeitern, zwei Standorten in Götzis und in Koblach und bin sehr stolz auf das ganze Team, was ich habe. Die Kunden schätzen den reibungslosen Ablauf und die professionelle Arbeit bei Delex. Also die Maschine ist für uns da. Ist eine gute Hilfe für uns, um die Farbtöne exakt zum Auszumischen. Ja, meine Aufgaben sind versicherungstechnisch mit der Sachverständige. Wenn ein Schaden kommt, ich schaue das mit der Sachverständige an, mit dem Kunden meistens, dass man dann halt auch, dass das passt vom Schadensbild und was wir auch von der Tür herkriegen. Zeitaufwand. Ganz wichtig ist die Endkontrolle. Wenn das Auto gemacht ist, schaue ich mir das Ganze nochmal an. Und zuletzt gehe ich zum Stefan rein und übergebe ihm das Auto. Ich weiß, dass es einfach bei einem verlässlich hierher geht und dann kannst du am Auto am Morgen bringen und am Abend kannst du es holen. Und das ist einfach sensationell, oder? Da musst du nicht irgendwelche Versicherung anrufen, da heißt es einfach, ah, das ist die und die Versicherung. Hat er sofort gesagt, den Rest mal halt, ich muss gar nichts tun. Oder? Super, also wirklich organisiert, von A bis Z einfach. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass so eine Vertrauensbasis existiert, dass man ungefähr miteinander zusammenarbeiten kann, wenn man weiß, die Arbeit und die Abrechnung, auf das kann man sich hundertprozentig verlassen. Ein großes Plus bei Delex ist die direkte Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Versicherungsanstalten. So kann dem Kunden lästige Bürokratie abgenommen werden, aber auch Leihwagen stehen jederzeit zur Verfügung. Ich habe in Frankreich im Urlaub einen Schaden gehabt, in einem Örtchen, wo kleine Gäste waren, habe mich in den LKW gestreift. Und wie es halt so ist mit Auslandsschäden, das ist nicht so einfach zum Abwickeln. Deswegen bin ich da zum Robert vom Delex gekommen, weil die diese gesamte Abwicklung dann gemacht haben, auch mit einer Auslandsversicherung und diese ganze Korrespondenz und was da alles so zum Tun ist. Die Kundenzufriedenheit spiegelt sich auch im Betrieb wider. Das Team von Delex ist eine eingeschworene Truppe. Wir sind eigentlich mehr nicht nur Kollegen, wir machen auch vielmal was nach 17 Uhr zusammen. Oder wir hocken zum Beispiel jeder Freitag hocken wir Mittag sowieso alle zusammen. Wir sind eigentlich mehr wie eine große Familie, wo wir auch zusammen schaffen. Unzählige Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen wie der Hochvolt-Elektrotechniker runden das Angebot von Delex ab. Es gilt, immer am Ball zu bleiben, so ist auch die Arbeit an Elektrofahrzeugen kein Problem. Einen kleinen Tipp fürs Frühjahr konnten wir dem Profi noch entlocken. Nach dem Winter ist es ganz wichtig, dass man das Auto mal richtig gut abwäscht. Einfach, dass der ganze Schmutz, der Dreck, alles Werkgut, das Salz vor allem und dass man die Stellen sieht, wo beschädigt sind. Das fällt uns gerne zu und da kann man wirklich schauen, ob irgendwelche Sturschläge sind, Kratzer. Und die kann man dann mit wenig Aufwand aufbessern, bevor sie halt zum Rosten oder Unterwandern beginnt, somit dass der Lack sich löst.
Ein kompetentes Team in einer familiären Atmosphäre und eine große Leidenschaft für Autos findet man bei Delex und Lack Plus. Stets nach dem Motto, die Arbeit ist zufriedenstellend, wenn sie nicht gesehen wird.